Eagle Ear to Go, der Podcast mit Felix Steindorf und Malika Yachyaoui. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Morgen oder auch guten Abend. Wir müssen uns echt mal eine kreativere Begrüßung einfallen lassen. Ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, beziehungsweise der neuen Folge desjenigen. So, der. Richtig, danke. Gerne. Die wird heute ein bisschen kürzer, ne? Wir machen eine raffe Folge, weil ich habe leider nicht viel Zeit. Ihr könnt froh sein, dass wir überhaupt aufnehmen, ne? Also. Ich wollte gerade sagen, also man muss dazu sagen, warum ist letzte Woche ausgefallen? Felix und ich, wir sind einfach busy, ja? Absolut. Das, wir sind busy so. Businessmen. Ja, wir haben nicht immer Zeit für euch. Aber das Lustige ist, das wisst ihr jetzt nicht, ne? Aber wie hast du es genannt, unsere Podcast-Synergie, fand ich ja, super. Ja, ja. Weil, das ist geil, das passt immer zusammen. In 88% der Fälle, wenn Felix oder ich nicht können, kann der andere auch nicht. Mhm. Oder passt es dem anderen sowieso nicht so gut. Richtig. Deshalb, ja, und heute, Felix hat nicht so viel Zeit und ich muss auch gleich tatsächlich, oder ich würde gerne gleich wieder weg. Ja, also. Warum, erzähle ich gleich. Okay, perfekt. Dann erzähle ich mal meine Neuigkeiten. Ich überlege gerade, ja, was ich so habe. Ich hatte heute meinen ersten Homeoffice-Tag des Streiks wegen. Damit wisst ihr nämlich auch, welcher Tag heute ist, nämlich Donnerstag. Ah ja, die Bahn. Ja, richtig. Ja. Und also ich hatte gestern schon richtig Spaß. Ich wollte um 6:30 anfangen zu arbeiten. Ja. Kannst du mal raten, wann ich da war? War bestimmt so um 9. Nicht ganz, aber kurz vor 8. Eieiei. Ja. Ja, also danke Deutsche Bahn, dass ich euch meine Überstunden schenke quasi. Ja. Oder wegen euch verbrauchen darf. So. Danke, Herr Wieselski. Ja, nee, da war er ja noch, obwohl, naja, war wahrscheinlich schon teils schuld, aber man hat gestern schon richtig gemerkt, also auf dem Rückweg sind die ganze Zeit Güterzüge schon durchgeballert. Also man hat richtig gemerkt, wie die noch maximal alles irgendwo hin transportieren wollten. Ja. Genau, also Streik ist da und deswegen durfte ich heute zu Hause bleiben. Und direkt konnte ich mich nicht ausloggen aus der Zeiterfassung. War super. Du hast quasi bis jetzt gearbeitet. Ja, genau. Fleißig. Ja. Habe ich auf jeden Fall gearbeitet, ja. Mhm. Muss ich nicht morgen korrigieren. Naja. Nö. Kannst du Homeoffice? Also, ich bin gefühlt produktiver, ne? Muss ich sagen. Ja, ist so, ne? Also, ich bin jetzt auch kein Konstant-Homeoffice-Mensch, gibt es ja auch so. Ja. Dazu mag ich es einfach zu sehr im Büro, aber so hin und wieder finde ich es ganz angenehm. Und jetzt gerade, ich kränkel ein bisschen. Unschöne. Finde ich es ganz angenehm. Einfach, okay, ich muss mich nicht krank melden. Gleichzeitig kann ich das von hier aus, kann schön ein Teechen nebenbei trinken. Es interessiert keinen, dass ich alles voll huste. Ja, richtig. Genau. Für sowas finde ich das halt echt gut. Und ich bin auch durchaus, habe ich auch den Eindruck, wie du, produktiver. Ne? Mhm. Also gerade wenn ich irgendwas schreiben muss, eine Präsentation oder eine Schulung vorbereiten oder so, hast du halt hier kaum Ablenkungen. Ne? Ja, richtig, genau. Also deutlich mehr. Ja, also bei uns ist halt gerade auch noch eine Baustelle direkt vorm Fenster quasi. Mhm. Also das macht es auch nicht viel angenehmer und du hast halt keine nervigen Kollegen, die dich ablenken. Ja. Nein, ist ja nett, aber trotzdem, man kann es ja nicht wegdiskutieren. Man quatscht halt immer mal irgendwie zwischendurch und kostet halt Zeit. Ist ja völlig normal und auch in Ordnung, aber ich sitze auch gerne hier, habe meine Ruhe, höre nebenbei Musik, das mag ich nämlich voll. Mhm. Also mache ich auch so bei der Arbeit, aber halt über Kopfhörer. Hier kann ich schön über meine Lautsprecher, so entspannt im Hintergrund. Ah, ist richtig angenehm, finde ich. Und dann kann ich richtig gut hier vor mich hin arbeiten. Und vor allem, also ich merke wirklich, wie sehr mich dieses Hin- und Hergefahren stresst. Ne? Das ist krass. Weil die letzten paar Tage, ja, also es kommt immer mal wieder vor, aber jetzt die letzten paar Tage vor allen Dingen schlafe ich halt richtig schlecht. heute habe ich on point durchgeschlafen. Okay. Das war einfach super, weil ich wusste halt, ich kann aufstehen, kann super entspannt sein, ich kann meinen eigenen Kaffee trinken, ich muss nur kurz duschen und dann setze ich mich vor den Rechner und muss nicht noch irgendwie hasseln und hoffen, dass der Zug fährt und bla 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 bla. Ist halt alles schon viel entspannter.
Genau, so viel zu dem Thema. Ansonsten habe ich natürlich die Möglichkeit genutzt. Ne? Wie könnte es anders sein? Ich dachte mir, boah, Junge, du hast morgen, also nicht frei, aber du bist immer zu Hause. Lass dir doch mal was Schönes schicken. Dann habe ich geguckt, wäre das denn verfügbar für morgen? Und er war es tatsächlich, glücklicherweise. Und dann kam hier heute ein sehr freundlicher Mann eines bekannten Paketservices um die Ecke. Ja. mit drei Buchstaben. Und es war kein D vorne. also kannst du dir wahrscheinlich ungefähr denken. Hermes. der wäre nicht nett gewesen. Aber es hätte das Paket vor die Tür geschmissen oder geklingelt und wäre weggerannt. Also wirklich DPD und Hermes, ne? Oh, ihr seid alle auf einer Stufe, ihr seid so ekelhaft. Ja, aber das ist schlimm. ja. Bäh. Also jetzt gäbe es noch zwei tatsächlich. Jetzt die Frage, ist es der amerikanische gewesen oder der. Was fällt dir denn noch türkische? Ein? GLS oder was? Achso, ja. Sind die türkisch? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ah, GLS ist auch ganz stabil eigentlich. Aber die machen GLS noch mehr so. Die machen so Speditionskram. Ja, genau. Nee, also es war nichts Großes, war was Kleines. Okay, also ein kleines Päckchen. Richtig. Hast du dir ein iPhone gekauft? Vielleicht habe ich mir ein iPhone 15. Vielleicht, also vielleicht. Wer weiß. Und vielleicht auch noch AirPods dazu. Das könnte sein. Aber wieso hast du nicht gewartet, bis Black Friday letztens noch eine Apple-Guthabenkarte bekommen? Oh ja, das hätte sich ja richtig gelohnt. Ich wollte schon immer mal irgendeine 50 oder 100 Euro Apple-Guthabenkarte, die ich dann ja wieder im Apple Store einlöse. Nee. Aber ich kriege ja jetzt wieder Apple TV für ein paar Monate kostenlos. Das finde ich schön. Wieso habe ich das eigentlich nicht bekommen? Weiß ich nicht. Das gilt doch eigentlich immer noch für jedes neue iPhone 3 Monate, glaube ich, oder? Relativ sicher. Hab das nicht bekommen. Ja, mach mal die TV-App auf. Ja, das muss ich für, ja. Ich glaube, der schlägt das dann M vor. Das werde ich doch gleich dann mal machen, ne? Ja, klar. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Richtig. Ja? Nee, also die haben das jetzt ja auch angehoben, ne? Also, und für die paar Serien, da zahle ich keine 10 Euro oder was das jetzt sind. Dann lieber 1.000 für ein Handy. Richtig, 1.500. 1.500. Ja, was, also es ist deutlich leichter, ne, muss man schon sagen. Oder? Also ich finde auch, man merkt das halt schon krass. Ja, und also ich habe jetzt schon die Apps getestet, wo ich wusste, die sind auf meinem 13er jetzt schon echt laggy und brauchen viel Prozessorleistung und man merkt den Unterschied, das ist krass. Finde ich. Was Apps benutzt du denn, wo krass Prozessorleistung? Also zum einen hängt auf dem 13er bei mir richtig heftig die Amazon-App. Echt? Zum Teil, ja. Okay. Und der Firefox sitzt jägerweise auch auf manchen Seiten. Der wird dann richtig langsam. Firefox benutze ich nicht. Ja, gut. Aber Amazon hat bei mir noch nicht so krass geleckt auf dem 13er. Ja, doch, bei mir irgendwie schon. Weiß nicht. Okay. Vielleicht sind da ein paar Kerne durchgebrannt. Oh, kann sein. Oder die App hat einfach keinen Bock. Ja, das kann auch sein. Ah, Stein drauf schon. Nee, ah. Nee, der will wieder eh was bestellen. Da hake ich lieber. ja, und also Einrichtung hat echt easy funktioniert, muss ich sagen. Nur der Signaltransfer, also Junge, wirklich, ne? Ja, jedes Mal derselbe Abfuck. 1,5 Stunden braucht das, um zu synchronisieren. Einfach 2 kW pro Minute, so ungefähr. Puh, wirklich, mach doch Infrarot gleich, dauert noch länger. Und dann, und wehe, du bewegst dich einen Zentimeter, bricht ab. Alles von vorne. Es ist zum Kotzen. Vor allem, du kannst nicht mal den Transfer neu starten. Nein, du musst dich das, du musst dann schließen und neu registrieren. Mhm. Weil. For a reason. Ekelhaft. Ja. Ja, es ist halt über Bluetooth und dauert einfach 1000 Jahre. Mhm. Fucked up. Wie WhatsApp und macht ein iCloud-Backup. Please. Ja, Sicherheit, Malik, Sicherheit. Ja, dann mach halt ein P-Cloud-Backup. Ja, richtig. So. Also, weiß ich jetzt nicht. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was da sicherer ist. Aber. Weiß ich jetzt auch nicht. Von einem amerikanischen Unternehmen glaube ich nicht, dass die in der Schweiz oder in Europa backuppen. Naja, die sind doch so Datenschutzfanatiker, die Signal. Ja, gut, aber. Zumindest offiziell. Ja, ja. Nee, also ich glaube, es ist schon tatsächlich einer der sichersten, die es so gibt. Das glaube ich auch. Also im Gegensatz zu den Standardgeschichten. Ja. Ja, genau. Und die AirPods, boah, ja, weiß ich nicht. Also, sind relativ same. Wen hätte es gedacht? Ja. Aber, also,
weiß nicht, ich müsste vielleicht nochmal so den direkten Vergleich machen, ob ich jetzt die paar Millisekunden Unterschied merke, so in der Verzögerung. Aber ja, ne? Nimmt man mit, weil jetzt ist alles auf USB-C, macht Spaß und passt. Also wenn ich nicht meistens drahtlos laden würde, hätte ich es, glaube ich, auch gemacht. Aber da, also meistens lade ich die AirPods tatsächlich Ja, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Also ich hätte jetzt nicht 270 Euro ausgeben müssen. Felix, man gönnt sich doch sonst nicht. Richtig, genau. Weißt du, die Welt ist so kaputt. Ja, da kann man sich auch neue Kopfhörer kaufen, obwohl man gönnt dieselben doch quasi schon hat. Einfach neue Kopfhörer. Zack. Ja. Bumm. Nein. Ja. Ja, muss nicht jeder verstehen, aber. Folgentitel, zack, bumm, neue Kopfhörer. Ja, dann erzähl du noch mal, was. Ja, erstmal muss ich Leute grüßen. Oh. Ja. Okay, spannend. Ich durfte letzte Woche unsere Azubis betreuen auf der Arbeit. Und die hören unseren Podcast. Ja, also wir kamen tatsächlich kurz darauf. Ach ja. Und der eine hat gesagt, ich soll ihn grüßen. Grüße Samuel. So, zack. Samuel. Ja, ne? Grüße gehen raus. Diese ganzen OEL-Namen, also nix persönlich, ne? Aber ich finde die immer ein bisschen, ich finde die sind so, ja, also keine Ahnung, ich verbinde damit immer Leute, die 50 plus sind irgendwie. Okay. Ja, so, ja, weil, also ich kenne ungefähr 100.000 Michaels und die sind alle, weiß nicht, 40, 50 plus, so. Ja, das stimmt. Das sind irgendwie so Raphael, Michael, Gabriel, Uriel, das sind alles so Namen. Lichtblitz kommt. die irgendwie früher so in waren. Aber gut, Samuel ist jetzt auch nicht so häufig. Ich wollte gerade sagen, Samuel oder Samuel. Samuel. Ja, auf Englisch klingt es dann aber auch gleich cooler. Ja, aber Samuel, also, halt. Wenn ich Samuel höre, denk ich an so einen Basketballspieler. 2,02 Meter, ja? Ja, der bumst dich weg. Ja. So, ja, was ist bei mir Neues passiert? Ich habe mir auch Sachen gekauft, die lustigerweise auch heute kamen. Ja. Auch mit UPS? Nein, mit DHL. Ah. Ja. Und unsere DHL-Botin hat mich quasi verflucht. weil da kann ich sie verstehen. Das 12-Kilo-Paket. Du hast dir Hanteln gekauft. Nein, habe ich hier. Habe ich schon. Okay, gut. Nee, die war es nicht. Ich habe mir tatsächlich jetzt endlich mal, wollte ich auch schon seit 80 Millionen Jahren, einen Saugroboter gekauft. Ach ja. War nämlich im Black Friday Deal, ja, statt 899, 649, ja, habe ich gesagt, ja. Ja, wenn es sein muss. Rein, ne? In den Warenkorb. und der kam heute. Vor wenigen Stunden. Mhm. Und ich habe ihn angefangen auszupacken. Und ich, also manchmal verfluche ich sehr, dass wir Anleitungen nicht lesen können. Oh ja, ich auch. Ne? Weil bei meinem jetzt, da musst du einen Sockel montieren. Ich verstehe nicht so ganz, warum. Mhm. Weil eigentlich, also mit so einer Basisstation ist der hier mit. Ja, ja. Mit so einer Absaugstation. Sind die doch eigentlich fast alle, oder? Glaube ich. Nee, also ja, mit so einer Ladestation schon, aber der hat halt so eine Absaugstation. Ach so. Ach, krass. Weil das auch so ein Wischdings ist für Wasser und so weiter und so fort. Mhm. Und da musst du so einen Sockel an dieser Station montieren, ja. Ja. Und erstens verstehe ich nicht, wozu, weil eigentlich wirkt die Station schon fertig so. Mhm. Und ich weiß nicht wie. Da steht, ich soll irgendwas nach unten klappen, aber da ist nichts zum nach unten klappen. So. Hm. Und ich, also ich. Du bist verwirrt. Ich bin verwirrt. Tatsächlich. Also, ich komme nicht weiter. So weit ist es noch nicht. Ich schicke eine Signal-Nachricht. Nein, so. Das versteht auch kein Mensch. nee, also. Aber in so Momenten denke ich immer, oh, so Anleitung wäre schon geil. Ja, ja. Absolut. Also ich habe jetzt die digitale Anleitung heruntergeladen. Roborock übrigens, Props gehen raus. Roborock. Ja. Ist ein geiler Name. Ja, Mann.
ist eine Tochterfirma von Xiaomi. Xiaomi. Ja. Es könnte eigentlich auch eine Serie sein. Also nicht Xiaomi, sondern Roborock. Roborock. Roborock Staffel 2. Ja. Jetzt auf Netflix. Jetzt noch sauberer. Ja, also da muss ich jetzt nochmal gucken. Im Zweifel muss halt dann jemand sehen. Das sehen Sie das machen, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, aber es ist halt immer blöd, ne? Also, ja, also Kleinigkeiten. Ja, ja, es hängt dann immer an einem Punkt, wo du nicht weiterkommst. Ja. So, und übrigens, ja. Die App ist übrigens auch ganz gut bedienbar. Das war so ein bisschen meine Sorge tatsächlich, weil so ein Saugroboter ohne App, dann brauchst du auch keinen. Ne? Also muss man halt schon so sagen. Mhm. Weil dann kann ich es auch mit der Hand machen, weil sonst kannst halt sonst nicht einstellen, wie viel Wasser der zum Wischen benutzt und wenn du halt einzelne Räume ansteuern willst. Bitte Boden fluten. Jetzt hätte ich fast was Böses gesagt. Was? Etwas Ahrtal gesagt. Schneid das raus. So. Nee, ich schneide hier gar nichts. So, auf jeden Fall. Grüße geht raus. Das ist nicht lustig, das weiß ich selbst. Aber es hat so gut gepasst, weil wir den Boden fluten. So. Also bald passiert uns das hier, ne? Ja, so viel, wie es hier regnet, Alter. Das kann sein, ja. Das stimmt, hier regnet es echt viel letzte Zeit. Aber die App ist tatsächlich ganz gut bedienbar. Das Einzige, was nicht geht, was mich aber nicht wundert, was ich schon weiß, was nicht geht, was mich nicht wundert, ist, du kannst deine Wohnung, also der fährt einmal rum, um die zu scannen, um so eine Karte zu erstellen. Ja. Und du kannst halt die Karte anpassen und das geht halt nicht. Ja gut, das geht ja nur visuell wahrscheinlich. Richtig, genau. Aber ja, das verstehe ich halt auch, weil das ist halt eine 3D-Karte. Wie willst du das machen? Ja, ja. Finde ich jetzt aber auch gar nicht so dramatisch. Ja, gut. Trotzdem immer blöd, wenn man diese nervigen Sehenden braucht. Nee, bräuchtest du ja nicht. Also du könntest einfach sagen, okay, scheiß drauf, dann teile ich das nicht in einzelne Räume auf. Ja, gut, aber also jetzt allein zum Aufbauen der Station, des Sockels. Das nervt. Also das nervt. Ja, genau. Das meine ich halt. Und also das sind ja wirklich Dinge, die du selber machen könntest. Ja. Sollen sie einfach mal eine Beschreibung in Punktschrift beilegen. Oder einfach ein PDF schicken, was man lesen kann. Ja, also kannst du ja lesen, aber das ist halt so bebildert, glaube ich. Ja, klar, deswegen. Das funktioniert halt für jeden Deppen, ne? Montiert das doch einfach. Ah, Bilderbuch, das kann ich lesen. Geil. Ja. Montiert das doch einfach vor, bitte. Ja, macht ein Daisy-Hörbuch. Oh, das wäre geil. Ich habe jetzt gelesen, der Victor Reader Stream 3 oder was das jetzt aktuell ist, die haben jetzt so eine Partnership mit TuneIn irgendwie. Kannst dann über den TuneIn hören. Okay. War ja auch witzig. Also generell, dieses Ding ist ja eigentlich ganz, ganz cool, so von dem, was es kann, aber der meiste Scheiß funktioniert halt eh nur in den Staaten. Das ist immer so abgefuckt. Der Victor, echt so schlimm? Ja, naja, die haben ja auch für die Zeilen und so überall diese Connection mit, wie heißt sie hier, mit Bookshare und mit, Gott, wie heißt dieser, Newsline, NFB Newsline und noch irgendwas, also mit diesen ganzen Zeitungsgeschichten und sowas, die du dann halt hören, schrecklich lesen kannst. Ja, aber hier in Deutschland geht das nicht. Urheberschutz! Ja, genau. Und dann darfst du halt von hier aus eh nicht drauf zugreifen und brauchst ein, musst US-Citizen sein, um da Zugriff drauf zu bekommen. Ja, das ist halt alles scheiße. Aber naja. So, Felix, wechseln wir das Thema. Ja, wo gehen wir hin? Wir gehen kurz in die Politik. Oh. Ja? Mhm. Hast du es gelesen? Die 60 Milliarden Euro, die scheinbar übrig sind wegen von dem Corona-Gedöns, die Corona-Schulden, dürfen nicht für den Klimaschutz ausgegeben werden. Ah, ja. Laut Bundesverfassungsgericht. Findest du das gut? Ja, klar, scheiß auf Klimaschutz. Ja, gut, da sind wir uns also einig. Sehr schön, richtig. Wunderbar. Ich hätte gerne die 60 Milliarden auf mein Konto, danke. Was für eine Scheiße ist ja, das? Ja, keine Ahnung, wofür wird es dann wieder ausgegeben? Wandert dann wieder die Hälfte in die Bundeswehr und der Rest irgendwie in die Autobahnen oder so?
Ich weiß nicht, ich glaube, die dürfen Straßen. Gar nicht. Ich glaube tatsächlich, die dürfen gar nicht ausgegeben werden. Die kommen jetzt in die Schuldenbremse. Ja, ich glaube tatsächlich. Ja, der aber, Lindner. Naja. Nee, der hat aber da nichts zu tun. Die kotzen gerade ein bisschen. Also ja, wieso? Der ist doch der Erfinder der Schuldenbremse. So, ja, das weiß ich jetzt nicht. Der steht doch, das ist sein Fetisch quasi. Ich bin überhaupt nicht drin in dieser Thematik. Ich hab das nur gelesen. Ach so, nur die Headline. Ja. Wir sind so gut, Alter. Wir lesen einfach nur Überschriften. Nee, das, also interessant, also Sachen, die, wo ich sage, interessieren mich, lese ich, aber das interessiert mich halt nicht so. Ich fand das lustig. Das interessiert mich ja nicht, wo die 60 Milliarden jetzt hingehen. 60 Milliarden Corona-Gelder dürfen nicht für Klimaschutz ausgegeben werden. Mhm. Ja, warum auch? Ist doch Schwachsinn. Nur um unseren Planeten. Gibt's doch eh nicht. Erde, schützt dich halt selbst. Ja, Arschloch. Bringen die Menschen halt um, wenn sie dich stören. Ja. Pum, weg. Ja, irgendwie ist ja jetzt dieser Dings in ist das der Vesuv? In Neapel? Nee, das ist doch der Ätna, oder? Oh, nee. Nee, der Ätna war doch auf der Insel. Oder? Ach so. Glaube ich. War der Ätna nicht auf Sizilien oder so? Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ah, ist wieder gefährlich. Also auf jeden Fall einer aber dieser sehr großen. Ich finde, wir machen Fortschritte, Felix. Beide sind in Italien. Ja, definitiv. Also ja, das kann ich mit Sicherheit sagen. Und ich glaube, der eine ist auf irgendeiner Insel auf jeden Fall. Jedenfalls ist einer von, also ich glaube, es müsste eher der Vesuv sein. Weil der ja, ich glaube, der ist ein Supervulkan, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da gibt es ja irgendwie nochmal Abstufungen zwischen normal und super. Also super, ja, die machen einfach super viel kaputt. Wahrscheinlich heißen die deswegen so. Und der ist jetzt, der scheint ja irgendwie immer aktiver zu werden, habe ich gehört, gelesen meine ich. Und ja, also vielleicht sorgt die Erde einfach bald wieder für ein bisschen mehr Klarheit. Also es gibt ja durchaus so einige, ich sag mal, Zeitbomben in unserem Planeten. Ja. Wenn es ganz doof läuft und die gehen hoch, hätten wir ein Riesenproblem. Ja, Yellowstone zum Beispiel. Ja, da wäre es halt, da wäre Schluss. Dann in Russland gibt es ganz viel gefrorenes Methan unter der Erde. Wenn das, auch schön, ja. Ja, also das wäre ganz, ganz toll, wenn das weiter auftaut. Was gibt es noch? In Afrika gibt's, das weiß ich jetzt gar nicht, da muss ich kurz... Malik, der Klimaexperte. Nee, gar nicht. Nee. Achso, im Chemieunterricht. Ich wollte gerade googeln und dann ist mir aufgefallen, ihr hört ja irgendwie, ey. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, in Afrika war das, da gibt es auch einen See, da steigt die ganze Zeit CO2 auf. Ja, also das... Ist auch schön. Es gibt so eins, zwei, drei Sachen, worüber wir uns eigentlich sorgen sollten. Naja, selbst aber, wenn, wir können ja nichts machen. Naja, wir könnten zumindest ein bisschen... Also ja, also jetzt machen, den Methan... nee, da machst du nichts. Ausstoß und... Also, ja, kannst wahrscheinlich weniger irgendwelche Sachen da abbauen. Ja, vor allem in Russland. Also, das fahren wir nach Russland. Ey, ich pump kurz Methan ab. Ist okay, oder? Das ist halt. Ja. Ich habe gelesen, ein Startup, ich weiß gar nicht, wo das ist, die entwickeln gerade eine Lösung, CO2 tatsächlich aus der Luft abzusaugen und einzulagern. Ja, aber das ist ja irgendwie so ein richtig aufwendiger Prozess und ist halt irgendwie nur relativ wenig, was sie da insgesamt rausfiltern und so. Also ja, Solar war auch immer ein aufwendiger Prozess, ne? Also ja, gut. Ich finde diese Solarfolien ganz interessant. Ich glaube, das ist so ein Unternehmen aus Dresden. Da habe ich mal ein kurzes Video drüber gesehen, die du tatsächlich relativ easy produzieren kannst und dann irgendwie auch falten oder zusammenrollen oder so kannst. Also wirklich super, super transportabel und dann einfach quasi ausklappst. Und dann kannst du die einfach überall drauf klatschen, so auf Scheiben und Dächer und so und quasi direkt Strom erzeugen damit. Und dann babst du die einfach überall drauf und saugst die Energie quasi ein. Das ist halt schon ganz cool. Warum auch nicht?
Ja, also ne? Hätten wir das mal vor 10, 15, 20 Jahren gehabt, aber naja. Ah, ja, ach Felix, komm. Ey, China hat halt gut bezahlt. Also. Ist so, ja. Ja, also, soviel zum Thema Klimaschutz, Hashtag RIP-Planet und richtig. So. Richtig, ne? Absolut. So nenne ich die Folge, glaube ich. Hashtag RIP-Planet, schön. RIP-Planet, ja. RIP-Earth. RIP-Earth. Steve Wozniak hatte einen Schlaganfall. Ich sehe jetzt gerade so die Headlines der letzten Woche durch. Vielleicht. Vor allem weiß auch jeder, wer Steve Wozniak ist. Steve Wozniak ist der Mitgründer von Apple Incorporated. Das ist richtig, ja. Absolut korrekt. Aber geht es ihm jetzt wieder besser? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube tatsächlich, er ist aus der Klinik raus. Hm, das ist schon mal gut. Ja, ich glaube. Ja, aber das ist halt auch schon echt alt. Ne? Also, nicht, dass man da direkt einen Herzanfall bekommen soll, aber jung ist der jetzt nicht mehr. Nee. Steve Wozniak. Alter. Ist ja doch. Ihr hört doch NVDA. Nee, ich hab das NVDA jetzt stumm. Ich arbeite nur mit der Zeile. Oh, krass. Da ist jetzt der Profi am Start. 73. Ist aber jetzt, also. Nee, also so alt ist es nicht. Nicht so alt. Da fällt mir gerade was ein. Irgendwie, früher war so die, war das bei Apokalypse und Filterkaffee? Ich glaube. Hatten die irgendwie über Renteneintritt und so gesprochen. Und früher war irgendwie die Standardrentendauer, also die Annahme so 8 oder 9 Jahre. Und inzwischen ist sie halt einfach bei 20. Also früher sind die Leute einfach wirklich nur so 8 bis 10 Jahre quasi Rentner gewesen und dann gestorben. Das ist halt schon krass. Krass. Dann sind die meisten ja irgendwie nur so Anfang 70 geworden. Und inzwischen werden sie dann wahrscheinlich 80 bis 90. Ja, also meine Oma, die ist jetzt über 80, die ist auch 20 Jahre. Ja, meine beiden Omas sind auch über 80. Die arbeiten, glaube ich, auch 15 bis 20 Jahre nicht mehr. Ja. 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 Ich hab mein, du kriegst immer jedes Jahr, achso, du weißt das wahrscheinlich gar nicht, jedes Jahr Post von der Rentenkasse. Das ist grundsätzlich richtig, ja. Ja. Kriegst du jedes Jahr Post von der Rentenkasse, wann du in Rente gehst, wie viel du bekommst? Ach so, ja. Die Übersicht. Ich gehe 2,65 in Rente, ja, kann ich dir sagen. Also quasi. Tja, morgen. Bald. Ja. Aber irgendwas kann da nicht stimmen, weil da wäre ich ja erst 50. Was? Was? Hast du mal auf den Kalender geguckt? Da bin ich ja erst 50. Ja, gefühlt. Ja, aber irgendwas stimmt. Gefühlt. Ja, na sicher. Das sind noch 42 Jahre? Ja. Ja. Ja, also. Ja, warte mal, wie alt bist du? Ich bin jetzt 30. Du gehst mit 72 in Rente. Ja, was dachtest du denn? Weiß nicht, 70? Aber das stimmt. Also das du hast ja früher angefangen als ich. Ja, aber das stimmt auch so nicht. Irgendwas ist da komisch. Was ist denn das aktuelle Renteneintrittsalter? Eigentlich doch 67, oder? 67, I think so. Ja, hätte ich jetzt gedacht. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich fand es lustig, bei 2,65, ja, morgen, ey, das ist einfach noch in 80 Millionen Jahren. 2,65. Das ist so insane weit weg. Ja, eben. Und eigentlich wollte ich darauf hinaus, ne? Also, ich verstehe jeden, der sagt, ja, eigentlich ist es auch scheißegal, weil du verreckst eh, bevor du aufhörst zu arbeiten, so. Ja, tatsächlich denke ich so, ne? Weil das, also erstens glaube ich nicht, dass ich das erlebe. Zweitens glaube ich nicht, dass die Erhöhung des Rentenalters safe bis dahin. Ja, natürlich. Geht ja gar nicht. Ja. Also, wenn die Rente dann überhaupt noch aus der Rentenkasse bezahlt werden kann. Richtig. Was ja nach allen momentanen Berechnungen nicht funktioniert. Nein. Also, selbst mit den tollen Aktiengeschäften, die Herr Lindner so macht. Ich finde schön, dass die Rente jetzt demnächst wieder erhöht wird, Felix. Freut uns natürlich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das passiert ja erst im Juli wieder, oder? Ja, macht doch nichts.
Bald. Das sind noch fast 7 Monate. Ja, denk doch mal positiv, Felix. Ja, ja? Ist ja gut, ich freue mich. Ja, aber das war jedes Jahr eigentlich inzwischen so. Ich freue mich vor allen Dingen auf nächstes Jahr, weil dann gibt es einen neuen Tarifvertrag. Das wird nett. Ich hoffe, da wird was Nettes rausverhandelt. Wo gehört ihr dazu? Einzelhandel? Also wozu ich jetzt in dem Tarifvertrag, boah. Nee, aber unter welchem Tarifvertrag fallt ihr? Oh, ja, Tarifvertrag Hessen, aber... Nee, das kann nicht sein, das ist doch nach Branche. Ja, aber deswegen sage ich ja, welche Unterbranche das jetzt... Aber, also der für, es gibt ja einen, der für, finde ich so witzig, es gibt ja quasi einen Obertarifvertrag, der für die anderen 15 Bundesländer gilt und einen für Hessen. Ja, ja. Das ist so witzig. Die einzigen, die da einfach nicht in diesem Konsortium quasi mit drin sind, die machen wieder ihren eigenen Mist. So, nee, beim Einzelhandel ist das aber, glaube ich, anders. Da hat jeder sein eigenes Ding. Ja, frag mich nicht. Also. Ja, egal. Ja, wie auch immer. Also bei uns verhandeln sie auch gerade die lieben Leute von Verdi, ne? Macht das, ja? Bitte gebt uns mehr Geld. Ich will mehr Geld. Ich will weniger Arbeitszeit eigentlich, aber naja. Ja, okay, das ist auch gut. Weil also was die Bahn da verhandelt, jetzt von 38 auf 35 runter, ist schon... Also es wird er safe nicht durchkriegen, aber... Weiß ich nicht, der Wieselski ist... Krass. Ja, also, ne, wenn die bis Weihnachten nichts ausverhandelt haben, dann streikt er am 24. Das ja, sag ich dir aber. Über Silvester. Safe. Der zieht es durch. Und das ist halt die Zeit, wo alle Bahn fahren. Also wirklich jeder. Vollidiot. Ich meine gelesen zu haben, dass der Wieselski sowieso jetzt dann auch bald geht. Das heißt, für den ist eh vorbei. Ja, dem ist alles egal. Dem war vorher schon alles egal. Oh, jetzt hauen wir nochmal richtig raus. Na klar, jetzt machen wir nochmal richtig einen drauf. Hm? Ja. Haben wir den nochmal alle in der Pfanne. Die Vollidioten. Diese Penner. Ich will hier noch was rausholen für meine Mitarbeiter. Der Jürgen. Klaus. Ach so, oh ja. Aber gab es nicht auch einen Jürgen? Keine Ahnung. Also der ist auf jeden Fall Klaus. Nee, der heißt Klaus, das stimmt. Der heißt Klaus. Oh, Klaus Wieselski, ne? Ja, also 35 Stunden in der Woche arbeiten. Junge. Ja, das ist geil. Ja, Mann, das wär insane gut. Puh. Für das Geld jetzt? Würde ich aber direkt nehmen. Aber so. Scheiß mal, ob ich mehr kriegen würde. Würde ich dann drauf verzichten. Ich muss Samstag arbeiten, gar keinen Bock. Fühle ich. So. Hat euch bestimmt interessiert, so. Du, ich bin absolut froh, dass ich nur Montag bis Freitag arbeiten muss. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, ja. Ich möchte keinen Job machen, wo ich am Wochenende arbeiten muss. Also, schlimm ist es nicht, aber... Schön geht auch anders. Ja. Ja, so, gibt's noch irgendwas Neues ansonsten? Irgendwas Wichtiges, was wir erwähnen müssten? Also, von mir aus jetzt nicht. Ja. Na gut, ich glaube, ich habe auch alles Wichtige erwähnt. Wenn nicht, hört ihr es in der nächsten Folge, ne? Episode, Verzeihung. Den gleichen Joke nochmal. Nö. Reicht jetzt auch, ne? Wir sind hier über die 30 Minuten raus. Ja, ist doch schön. Ist eine schön durchschnittliche Folge, ne? Ja, genau. Ne? Und nächste Woche gibt es vielleicht wieder mehr. Vielleicht haben wir nächste Woche auch bessere Themen. Ne? Ja. Größe an die Medien, macht man bessere Headlines. Ja, genau. Wir müssen eigentlich so Bild-Headlines zitieren. Oh nee. es gibt einen so einen Kolumnisten von der Bild. Also ich höre ja gerne Apokalypse und Filterkaffee, ist ja so ein News-Podcast, ne? Mickey Beisenherz, wer ihn kennt. Und der, es gibt einen Kolumnisten halt, der ist irgendwie über 80, aber der schreibt immer noch für die. Und der macht so wilde Kolumnen. Also der schreibt da so eine geile Scheiße und der liest den halt mit so einer richtig weirden Stimme. Das ist so absolut witzig. Also wenn ihr euch das mal irgendwann gönnen wollt. Ich glaube halt auch, diese Kolumnisten, die sind auch besoffen teilweise, während sie schreiben. Oder haben irgendwas haben die genommen währenddessen. Ja, 100 pro. Ziehen einen durch vielleicht. Ich weiß nicht. Franz Josef Wagner, genau so heißt er. Franz Josef. Er ist der absolute King, wirklich, was der teilweise schreibt.
so wild. Also, es gibt ja so Namen, da weißt du einfach schon, da kannst du was erwarten. Und wenn jemand Franz Josef heißt, weißt du, jawohl, das ist großartig. Mhm, das ist der Name Programm, ja. 43 geboren, also. Ja, das ist. Ich schon. Oh, guck mal, das ist ein Jahr älter als meine Oma. Ach, ja. Ein Jahr jünger als meine Oma, sorry. Ah, okay. Ja, deine Oma kann also auch noch Kolumnen schreiben. Könnte. Nein. Okay. Reicht jetzt auch. Wir machen hier Schluss für heute. Hoffen auf weniger Regen für die nächste Woche. Sonst saufen wir nämlich irgendwann hier ab. Und Ja. Irgendwas anderes? Nee, ich glaube nicht. Dann reicht jetzt auch. Ja, haut da rein. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Wir sind raus.